Hallöchen, da sind wir wieder zu Phoenix Wright Ace Attorney. Die Verhandlung wurde jetzt vertagt und wir machen jetzt weiter. 7. September, 14.24 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 1. Herr Wright, Sie waren toll da drin. Wirklich? Mhm. Ich denke, ich bin jetzt Ihr größter Fan. Ach, ich habe ja nur meinen Job gemacht, wissen Sie. Der andere Anwalt war aber auch ziemlich cool. Hä? Sein Gesicht, die großen Augen, die bebenden Lippen. Das sind mir die Schauer den Rücken heruntergejagt. Wenn Sie meinen. Was passiert jetzt mit mir? Kann ich jetzt nach Hause? Nun, leider nicht. Ich glaube nicht. Noch nicht. Ach, ich verstehe. Aber ich habe in der heutigen Verhandlung einen tollen Hinweis bekommen. Einen Hinweis? Der Mann bei Frau May. Er ist der Schlüssel. Oh, ich verstehe. Was ist mit Frau May danach passiert? Sie haben sie verhaftet. Ich denke, sie lernt jetzt, dass Scham nicht immer genügt. Sie ist wahrscheinlich in der Strafanstalt. Vielleicht muss ich später noch zu ihr. Wie auch immer. Dieser Fall ist längst noch nicht abgeschlossen. Das stimmt. Ich werde mehr über diesen Mann herausfinden. Glauben Sie, er war derjenige, der... Das ist möglich. Schwesterherz. Keine Sorge, ich finde ihn bis morgen. Versprochen. Ich zähle auf Sie. Ich habe eine vollständige Abschrift von April Mays Aussage angefordert. Ich dachte, sie könnte während der morgigen Verhandlung hilfreich sein. Aber jetzt, wo ich sie habe, bin ich mir nicht so sicher. Ihre Aussage bestand überwiegend aus Lügen. Eigentlich ist nur ein Teil übrig, der nicht aus dem Protokoll gestrichen wurde. So, den wollen wir kurz durchlesen. Das Opfer wich einem Angriff aus und rannte nach rechts. Dann wurde sie getroffen. Okay. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Ich weiß nicht, wie viel mir das jetzt überhaupt bringt. Wie auch immer. Ab auf die Straße und Nachforschungen anstellen. Maya hat in der Strafanstalt nichts verloren und es liegt an mir, sie da rauszuholen. Fortsetzung folgt. Puh, bei all der Synchroarbeit brauche ich was zu trinken langsam. Okay. 7. September, 15.11 Uhr, Strafanstalt, Besucherraum. Sie sind's! Hallo! Ich habe nicht erwartet, dass ich in diesem düsteren Loch Besuch bekommen würde. Das ist wirklich bewegend. Nein! Sie stinken der Anwalt! Gehen Sie zum Teufel! Sind Sie hier, um sich über mich lustig zu machen? Ja, lachen Sie nur über die gestürzte Frau May! Nein, eigentlich nicht. Ich wollte Ihnen ein paar Fragen stellen. Leider bin ich nicht gewillt, Fragen zu beantworten. Haben Sie noch nicht genug gefragt? Sie, Starrkopf! Autsch, das hat gesessen. Ich bitte Sie, Sie machen ja sogar dem Wachmann Angst. Na, was wollen Sie denn von mir wissen, hm? Zunächst einmal, warum sind Sie so absolut durchgeknallt sind? Ja. Okay. Fragen wir mal über diesen Mann. Was den Mann angeht, mit dem Sie auf dem Hotelzimmer waren. Können Sie mir etwas über ihn sagen? Wo finde ich ihn? Kommen Sie schon. Vergessen Sie es, Süßer. Vielleicht, wenn ich etwas hätte, das Sie zum Reden bringen würde. Und dann fragen wir halt über die Wanze. Warum haben Sie Mias Telefon verwanzt? Oh, wenn Sie das sagen, klingt das so kalt, so kriminell. Nun, ein fremdes Telefon abzuhören ist eine Straftat, Frau May. Oh, ich schätze, da haben Sie auf der Anwaltsschule gelernt, hm? Kriecher! Mit dieser Frau kann man nicht reden. Gut, dann fragen wir halt über Ihre Einstellung. Sagen Sie, warum sind Sie so aufgebracht? Ich meine, Sie sehen nicht wie ein böser Mensch aus. Jetzt reicht's mir! Sie kriecherischer, dreckfressender Rechtsverdreher! Dreck? Ich weiß nicht, hat sie was gegen Anwälte oder nur speziell gegen mich? Alter, sie sieht verdammt gestört aus, du. Dann, zeigen wir ihr doch mal diese Wanze. Ja, wissen Sie was, mal ehrlich, ich kann sie auf den Tod nicht ausstehen. Also verduften Sie, ich kooperiere nicht. Danke, zur Kenntnis genommen. Super, sie kooperiert mit uns nicht. Finden wir ganz super. Können wir glatt vergessen. Gut, ich würde sagen, wir fragen mal bei Hotel Gatewater. Mal schauen, was wir dort finden. 7. September, Hotel Gatewater, Zimmer 303. Ah, herzlich willkommen, mein Herr. Beeindruckende Vorstellung heute, wenn ich das anmerken dürfte. Oh, danke.
Tut mir leid, dass ich Sie so in Verlegenheit gebracht habe. Nein, nein, überhaupt nicht, mein Herr. Ihre heutigen Bemühungen werden dem Ruf des Gatewater sehr zuträglich sein. Hä? Ruf? Ja, wir werden als das Hotel bekannt, in dem der Mörder eine Wanze versteckte. Wir können einen Aufschlag für das Zimmer verlangen. Ist gut fürs Geschäft, mein Herr. Wow. Frau May wurde nicht des Mordes angeklagt. Auch ich werde berühmt werden. Der Page, der dem Mörder Eiskaffee brachte. Warum habe ich das Gefühl, als steckten wir im selben bösen Traum? So, Sie sind unser Ehrengast. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie etwas wünschen. Fragen wir doch erstmal über Frau May. Zu Frau May. Ach, Sie, mein Herr, ich will ja nicht angeben, aber als ich Sie sah, wusste ich, Sie würde es tun, sagte ich. Würde was tun? Langsam glaube ich, der Typ hier ist der Hauptverdächtige. Der Mann bei May. Ich wollte Sie nach dem Mann fragen, mit dem Frau May zusammen hier war. Ach ja, er schien mir ein echter Ladykiller zu sein, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich wusste es in diesem Moment, als ich ihn sah, mein Herr. Er und ich sind aus demselben Holz geschnitzt. An uns haftet der Geruch von Gefahr. Da sind wir mal einer Meinung, Sie Psychopage. Wenn Sie ein Foto von diesem Mann hätten, könnte ich ihn sicher identifizieren. Ein Foto? Habe ich leider nicht. Das Hotel. Können Sie mir etwas über dieses Hotel erzählen? Aber gerne. Zu diesem Thema habe ich eine vorzügliche Idee. Derzeit ist dieses Hotel als das Gatewater bekannt. Ich schlage vor, dass wir einen Untertitel hinzufügen. Einen Untertitel? Das Hotel Gatewater. Eine Mordsresidenz. Nun, was denken Sie? Klingt toll, was auch immer du im Tee hast. Okay, der Typ bringt uns auch nicht sehr viel weiter, glaube ich. Nee. Ich guck mal kurz, ob ich hier irgendetwas im Raum finde. Ich guck mir noch mal diese Flaschen an. Eine Flasche und zwei Gläser stehen auf dem Tisch. Warum hat er die noch nicht weggeräumt? Oh, entschuldigen Sie, aber würden Sie die bitte nicht anfassen? Das ist Teil des Dekors. Ich nenne es das letzte Getränk vor dem Mord. Wir werden berühmt. Das Thema in der Hotelbranche. Okay. Echter Psychopage. Gehen wir mal zur Anwaltskanzlei Grossberg. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns das weiterbringt. 7. September. Anwaltskanzlei Grossberg. Hui, sieht aus, als wäre Grossberg heute nicht da. Wieder mal. Vielleicht geht er mir aus irgendeinem Grund aus dem Weg? Was ist mit dem Bild passiert? Einen Moment mal. Hing da nicht ein riesiges Bild an der Wand? Ja, auf dem Bild sah man einen Fischer. Nicht wahr? Es war jedenfalls nicht sehr einprägsam. Und was liegt da? Was ist das? Alte Fotos? Hier liegen zwei herum. Da ist etwas mit Bleistift auf die Rückseite geschrieben. Fall DL-6, Beweisstück A. Fall DL-6, Beweisstück B. Sehen wir uns das mal an. Gucken wir uns erstmal Beweisstück A an. Ich bin mir sicher, diese Person schon mal irgendwo gesehen zu haben. Vielleicht leihe ich mir das Foto mal aus. Ein kleines Foto wird bestimmt niemand vermissen. Und es könnte ein wichtiger Hinweis sein. Ich nehme es erstmal mit. Foto heimlich zur Gerichtsakte hinzugefügt. Können wir denn irgendwas mit dem Foto machen? Nee, nicht wirklich. Gut, dann gucken wir uns nochmal das Beweisstück B an. Ein Foto liegt auf dem Schreibtisch. Vielleicht sollte ich es gegen das tauschen, das ich schon habe? Tauschen wir es mal. Ich denke, ich werde sie tauschen. So, jetzt haben wir ein Bild. Vielleicht kann der Page etwas damit anfangen. Hey, Page, können Sie mir etwas zu diesem Foto sagen? Sehen Sie sich dieses Foto an. Das ist er, Inspektor. Ich bin der Anwalt. Ja, ich weiß doch. Ich wollte nur einmal Inspektor sagen. Sie wissen schon. Nein, weiß ich nicht. Kein Zweifel. Das ist der Mann, der mit Frau April May eincheckte. Wie wär's? Soll ich eine Erklärung abgeben, dass er es ist? Eine Erklärung? Dieser Kerl ist viel zu begeistert von dem Zeug. Aber er soll es aufschreiben. Kann ja nicht schaden. Nun, sicher. Warum nicht? Ja,
Ich wollte schon immer mal eine Erklärung abgeben, mein Herr. Ab sofort bin ich bekannt als der Page, der die Erklärung abgab. Beeilen Sie sich mit dem Schreiben! So, wir haben die Erklärung des Pagen. Wir schauen uns die kurz an. Beschreibt den Mann, der in der Nacht des Mordes mit der Frau May im Hotel war. Ja, ja. Nicht einmal Frau May kann sich jetzt noch dumm stellen. Gut, das werden wir der zeigen. Auf zur Strafanstalt. Sie schon wieder? Ich verdufte Sie, so schwer zu verstehen? Hey, der einzige Grund, warum ich zurück bin, ist Ihre Weigerung zu kooperieren. Oh, also ist das jetzt meine Schuld, oder wie? Sie haben nicht nur einen Stachelkopf, sondern auch ein dorniges Herz. Das reicht. Wenn dieser Fall abgeschlossen ist, rasiere ich mir den Schädel. Nee, Phoenix, du kannst doch kein Skinhead werden. Nee, nee. Gut, zeigen wir ihr die Erklärung des Pagen. Würden Sie sich das bitte mal ansehen? Was ist das? Die Erklärung des Pagen. Er hat uns alles erzählt, was er gesehen hat. Er erzählte mir von dem Mann, der mit ihnen eincheckte. Er sagte uns, wer es war. Nee. Jetzt komme ich voran. Ja, wenn sie aber jetzt völlig durchdreht, dann bringt das nichts. Ich versuche sie ein bisschen zu beruhigen. Okay, okay, sie ist jetzt verletzlich. Ich sollte jetzt freundlich sein. Frau May, es wäre mir ein Leichtes, diese Erklärung der Polizei zu übergeben. Wenn die sich einschaltet, wäre das für ihren Boss noch unangenehmer, oder? Alles, was ich will, ist ein kurzes Gespräch mit ihm. Wollen Sie mir nicht doch etwas sagen? Ist das alles, was Sie zu sagen haben? Ja. Wenn es so leicht für Sie ist, die Polizei einzuschalten, warum tun Sie es dann nicht? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie das eben nichts tun können, oder? Zeig ein wenig Rücksicht und schon tanzen Sie dir auf der Nase herum. Der Schuss ging nach hinten los. Och, armer kleiner Anwalt. Und Sie waren so nah dran. Das funktioniert nicht. Ich schätze, ich habe die Nützlichkeit dieses Papiers erschöpft. Verdammt! Erklärung des Pagen ablegen. Ich will den Mann auf diesem Foto. Warum wollte April May nicht darüber reden? Sie muss ihn kennen. So eine verdammte Scheiße! Ich will mit ihr reden. Ich will mit ihr darüber reden. Erzähl darüber! Was den Mann angeht, der mit Ihnen auf dem Hotelzimmer war, können Sie mir etwas über ihn sagen? Wo ist er? Von mir erfahren Sie nichts. Hören Sie, er steht unter Mordverdacht. Sie wollen ihn doch nicht etwa decken? Hätten Sie die verstorbene Frau Fay an die Polizei verraten? Nein. Sehen Sie? Verdammt! Vielleicht, wenn ich etwas hätte, das Sie zum Reden brächte. Aber wir haben nicht so wirklich was. Dann gehen wir mal zur Anwaltskanzlei Fay und Partner. 7. September. Anwaltskanzlei Fay und Partner. Anscheinend hat sich die Spurensicherung den Tag freigenommen. Inspektor Gumshoe ist nicht zu sehen. Die Polizei hat hier ganze Arbeit geleistet. Ich glaube nicht, dass hier noch brauchbare Hinweise zu finden sind. Naja, es kann ja nicht schaden, sich hier mal umzusehen. Da ist der Schreibtisch. Perfekt aufgeräumt, wie immer. Das Einzige, was fehlt, ist Mia. Mias Lieblingstopfpflanze. Ich schätze, die werde ich jetzt gießen müssen. Gucken wir uns diese Dokumente. Keine Hinweise. Hey, da, na klar. Ja. Mann. Mehr juristische Bücher passen da beim besten Willen nicht rein. Alle Fälle der Chefin sind hier archiviert. Ob da wohl einige Fälle fehlen? Na, das bilde ich mir nur ein. Na, hier finden wir irgendwie nicht so richtig was. Gehen wir mal zurück zu Gorsberg. Okay, so langsam wird es lächerlich. Wo zum Teufel steckt dieser Faulpelz? Ah, das alte vertraute Räuspern. Oh, my boy, Sie schon wieder? Oh, hallo, Herr Grossberg. Nun gut. Sie waren nicht schlecht, mein Junge. My boy. Entschuldigung? Die Verhandlung. Die Verhandlung. Er war da? Erinnerte mich an mich selbst, als ich noch jung war. Ich schätze, mir hat da etwas weitergeleitet, oder? Das weckt Erinnerungen, my boy. Ja, wirklich. Meine Jugendtage. Wieder Geruch frischer Zitronen. Verstehen Sie? Verzeihung.
Nee, all das war wohl ein wenig zu viel für mich, mein Junge. Als ich sie heute sah, Ich weiß Erinnerungen zu schätzen, aber lieber sind mir handfeste Informationen. Reden wir mal über die heutige Verhandlung. Also sind Sie gekommen, um der Verhandlung beizuwohnen? Ja, genau. Etwas hat mich letzte Zeit so nachts so beschäftigt, dass ich nicht schlafen konnte, my boy. Wirklich? Was war's? Nun sehen Sie, es war Mias Schwester, das arme Mädchen. My boy, ich schulde Ihnen meinen aufrichtigen Dank. Ich wüsste nicht, was ich getan hätte, wenn die Sache schlecht gelaufen wäre. Wenn Sie so besorgt waren, warum haben Sie nicht angeboten, sie zu vertreten? Reden wir mal über diese Ablehnung. Ich habe schon einmal gefragt, warum Sie die Verteidigung nicht übernommen haben. Ich denke, ich habe ein Recht, das zu erfahren. My boy, ein Recht, Herr Wright? Nein, tut mir leid. Es ist nur, ich brauche mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Er scheint sich wegen etwas Sorgen zu machen. Vielleicht finde ich etwas, das ihn zum Reden bringt. Das Bild. Neulich, ich bin mir sicher, hing da noch ein prunkvolles Bild an der Wand. My boy, prunkvoll? Nun, Sie wissen schon, was ich meine. Wo ist es jetzt? Ich bin es losgeworden. Ich hatte mich daran satt gesehen, wirklich. Ich habe es verkauft, wissen Sie, ja, genau. Verkauft? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm das abkaufe. War Ihnen das Bild nicht wichtig, Herr Grossberg? Ist etwas passiert? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht, my boy. Bitte sprechen wir nicht mehr von diesem verfluchten Bild. Der hat eindeutig Probleme. Präsentieren wir Ihnen nochmal dieses Foto. Entschuldigung, ich fragte mich dieses Foto. My boy, wo haben Sie das? Ich habe es mir geliehen. Nun geben Sie es zurück, sofort! Herr Grossberg, erzählen Sie mir von dem Mann auf diesem Foto. Er war wohl in der Mordnacht mit April May in dem Hotelzimmer. Wissen Sie etwas über ihn? Irgendwas? Nun denn, ich werde Ihnen sagen, was ich weiß. Sorry. My boy, aber Sie haben es nicht von mir, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe. Der Mann heißt Red White. Er ist der Präsident von Blue Corp. Red White. Blue Corp. Das ist so etwas wie eine Detektivagentur, richtig? Das sind Informationsprofis. Sie verkaufen Informationen. Sensible Informationen. Trotz seines Namens hat Herr White den schwärzesten Ruf aller Männer in diesem Land. Sollten Sie ihn treffen, my boy, dann achten Sie gut auf Ihre Worte. Sie würden nicht wollen, dass er Ihre weiße Weste beschmutzt. Informationen verkaufen. Klingt nach Erpressung. Können Sie mir sagen, wo ich Blue Corp finden kann? My boy, ich schätze schon. Red White. Endlich. Endlich eine Spur zu diesem Typen. Auch wenn April May es nicht getan haben könnte, er schon. Zeit, etwas zu unternehmen. Foto an Herr Grossberg zurückgegeben. Ich muss Sie jetzt bitten zu gehen. Ich muss über einige Dinge nachdenken. Allein. Boah, was bin ich jetzt plötzlich wieder so müde. So, gehen wir mal zu diesem Blue Corp. 7. September, Blue Corp Inc., Büro des CEO. Und da kommt uns doch direkt dieses Bild bekannt vor. Was hat es mit diesem Bild auf sich? Das werden wir dann im nächsten Part erfahren. Bis dann, Spürnasen.